Global Trade Revolution. Betrug pur. Gibt gar nichts. Alles nur Fantasie. Alles, was Sie auf dem Bildschirm sehen, ist alles Lüge. Da ist nie was getradet worden. Alles ist gleich in den Taschen der Betrüger gelandet. Ihr Geld ist erstmal weg. Was können Sie tun? Haben Sie eine Chance, dass Sie Ihr Geld wiederbekommen können? Die Chancen sind größer, sage ich mal schon vorab, als Sie sich das überhaupt vorstellen können. Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie sich diesen Film bis zum Schluss an. Am Schluss verrate ich Ihnen, was Sie tun können, damit Sie Ihr Geld wieder zurückerhalten. Hallo, ich bin Annika Anwalt-Jochen Resch. Thema Global Trade Revolution. Das ist nichts Revolutionäres, da ist keine Revolution, nicht mal eine Revolution des Betruges. Es ist ein ganz klassisches Betrugsmerkmal, eine Betrugsplattform ohne jegliche Registrierung. Alles ist Fake, nichts ist echt. Reines Scheinprodukt. Was können Sie tun? Manche gehen zur Polizei. Kann man machen, bringt aber kein Geld zurück. Wichtig, eine Strafanzeige bringt kein Geld zurück, eine Strafanzeige dient der Bestrafung der Täter. Wir verfolgen die Spur des Geldes. Wir ergänzen sozusagen die Aufgaben der Polizei. Und wir sind damit erfolgreicher, als sich die meisten das überhaupt vorstellen können. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, rufen Sie mich gerne an unter 030-885-9770 oder gehen Sie auf unsere Webseite. Folgen Sie dem Link. Lesen Sie den Artikel dazu. Da erfahren Sie ja viel mehr zum Thema Global Trade Revolution, als ich es in diesem kurzen Video Ihnen sagen kann. Und Sie finden dort einen Fragebogen. Sie können diesen Fragebogen ausfüllen, wenn Sie eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles haben wollen. Sie erfahren mit dieser kostenlosen Einschätzung, ob wir den Fall überhaupt übernehmen. Es muss hinreichend Erfolgsaussichten geben. Wenn ja, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen und was es kosten würde. Und mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann eine Grundlage von Fakten. Und weil Sie alle Fakten kennen, können Sie dann auch eine fundierte, auf Sie zugeschnittene Entscheidung treffen. Am Ende müssen Sie natürlich selber wissen, warum Sie Ihr Geld zurückhaben wollen und warum Sie sich unserem Sammelverfahren anschließen.